Willkommen zurück zu Child of Light. Ich bin's, euer Tom von Candlelight Gaming. Im letzten Part haben wir uns den Golem als Mitstreiter gesichert. Und hier gibt's noch ein bisschen Zeug für uns. Upp. Kann man nie genug haben. Mal gucken, wie das Ganze im Kampf laufen wird. Ob wir nun ihn und Rubella dabei haben oder ob wir uns dann entscheiden müssen. Das werden wir vermutlich eher früher als später erfahren. Und nun, da es da oben irgendwie nicht mehr weiterging. Oh, ist ganz schön neblig. Dann würde ich sagen, wir schauen mal, wo es hier so weitergeht. Aber hier gibt es auch nicht wirklich viel. Hier gab es nur die zwei Kisten. Dann werden wir uns wohl doch mal wieder auf den Weg nach unten machen und schauen dann, wo es da weitergeht. So. Wupp. Möglichst nicht gegen die doofen Dornen stoßen. Irgendwie könnte Aurora eine MP-Aufwertung vertragen. Was steht hier eigentlich Schickes? Links in das Dorf der Kapili. Ja. Rechts zum Altar von Mathildis. Da hatten wir, glaube ich, angefangen, ne? Waren wir jetzt eigentlich schon hier unten? Oh, offensichtlich nicht. Da ist eine Spinne versteckt, wie es aussieht. Na, war wenigstens Überraschungsangriff. Yippie. Okay, sieht aus, als müssten wir den Golem irgendwie als aktiven... Oder? Wähle Gruppe, um Kämpfe auszuwechseln. Aha. Okay. Dann möchten wir hier jetzt gerne den Golem haben, ja? Ziemlich cool. Was kannst du noch? Regenerieren, brauchen wir lange Vorbereitungszeit, verteidigen und zerschmettern. Dann zerschmetter mal das Ding. Hulk Smash! Wow. Okay. Ich glaube, den Kumpel nehmen wir jetzt weiterhin mit, wenn es schnell gehen soll. Der haut ja wirklich ordentlich zu. Eigentlich könnten wir für den auch, das mache ich dann wahrscheinlich wieder offscreen, einfach irgendwelches Zeug für den basteln. Also wieder irgendwelche Runen und sowas, wodurch der dann bisschen stärker, schneller, was auch immer ist, vielleicht Elementarschaden hinzufügen kann. Zerschmettern. Immer ruhig den da oben. Ich denke. Oh, das ging fix. Und das ging auch fix. Mission abgeschlossen. General des Lichts. Aha. Verrückt. Total verrückt. Oh. Hast du je Kreaturen wie diese erblickt? Zur rechten ein Felsen, zur linken ein Baum. 300 Jahre stand ich Wache. Weiter als in den Hof konnte ich nicht schauen. Aha. Ja klar, da unten müsste auch noch was sein. Ungeschliffener Saphir. Da ist nichts mehr. Wir scheinen auf jeden Fall auf dem richtigen Weg zu sein. Zumal die Dornen hier auch immer enger werden. Aber... irgendwo hier wird doch bestimmt auch immer noch was sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da... Na komm, irgendwas habt ihr doch versteckt. Was ist das? Bekenntnis Nummer 8. Aha. War das jetzt schon das kleine Versteck? Geht's hier eigentlich runter? Das sieht ja auch sehr verdächtig aus. Achso, okay. Da kamen wir gerade her. Gut, ich habe nichts gesagt.
Machen wir einfach mal weiter. Hier unten sind wenigstens keine Dornen, die uns verletzen können. Ach, es ist alles schön. Was ist das? Das gucken wir uns gleich mal an. Dann ist das da vielleicht doch irgendwie von Bedeutung. Ist das ein Schrein oder dergleichen? Kannst du da irgendwas machen? Vielleicht diente er als einst als eine Art Zeichen. Aber irgendwas wird ja mit dem sein. Kannst du da irgendwas machen? Nee. Okay. Kannst du nicht. Du bist ja ein nutzloser kleiner Leuchterich. Vielleicht dient er als eine... Achso, ist ja mein schon. Ja, der dient ja bestimmt als... Oh, oh, Igniculus, komm geschwind. Tiefer als tief komme ich nimmer. Schau zum Himmel, Aurora, mein Kind. Das Höchste vom Hohen suche ich noch immer. Der tiefe, dunkle Brunnen. Hört sich einladend an. Na dann mal rein da. Juhu! Aber hier wird doch... Hallo, auf langer Reise ich mich befind. Verlassen, wo die wohl alle sind. Was mit euch? Kann mit euch reden? Sagt ihr was? Gut, gut. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ihr auch? Ja, Krell. Willst du mir irgendwas sagen? Hier scheint auch nichts zu sein. Nichts versteckt oder so. Aber da können wir rein und mal schauen, was es da Schickes gibt. Kra-kra. Wie schön der tanzt. Ist hier noch was? Na, komm. Put. Okay, sieht nicht so aus. Dann wieder raus. Dann stürzen wir uns einfach mal in den nächsten Abschnitt. Wir haben zwar wieder so gut wie nichts von den Geheimnissen gefunden, schätze ich. Oh, hier kommen wir noch rein. Na, dann machen wir das doch noch. Aber ich bin der Meinung, ich habe so ziemlich alles durchsucht. Irgendwas muss ja fehlen, aber... Okay. Also wieder raus. Plupp. Meins. Und weiter geht's. Dann schauen wir uns mal das nächste Gebiet an. Ah, eine besoffene Krähe. Klar, meine... Oh. Zu dir kommen wir gleich noch. Ist das hier, ist das ein Itemshop oder sowas? Sieht verdächtig aus. Seid ihr alle besoffen? Ist der tot? Nein, der bewegt sich noch. Mich verarschen. Ein Haufen besoffener Krähen? Okay. Ich verstehe. Also, nicht wirklich, aber... Das ist ja wahrscheinlich alles nur ein verrückter Traum. Das muss man gar nicht verstehen und, Dann schauen wir uns mal den Herrn hier an. Oder die Frau, oder den... Was auch immer. Hallo? Der hat eine Lampe da oben. Entschuldigt, Herr. Habt ihr Sonne oder Mond in diesem Brunnen? Hurra, Prinzessin, ihr seid da. Nicht doch. Seht ihr denn nicht? Ach nee, allein ich wieder bin. Was? Großvater und Icke sind Zauberer. Bewahren das Dorf vor Ungemach.
Vorräte auffüllen wollt ich nur. Verließ den Ort an diesem Tag. Zack, in Vögel hat die dunkle Königin mein Volk verwandelt. Nur det Wasser der Lethe se jetzt noch heilen kann. Dorthin zu gehen wäre gut gehandelt. Jedoch die Angst hat, armer Mann, diese Aussprache. Der Brunnen führt sicher nicht tief hinein. Los, Finn. Spring rein. Finn in Not. Hilf Finn, den Quell der Lethe zu finden, um die Capilli von ihrem Fluch zu entbinden. War der Plan. Wobei, wenn wir jetzt schon mal dabei sind, dann können wir auch nochmal ganz kurz Ukuli herstellen. Und zwar das da und das da. Und dann gehen wir einfach mal auf ihn, geben ihm da auch ein schickes Ukuli, wie wir es hiermit, fügt Nahkampf an Blitzschaden zu, fügt Nahkampf Blitzschaden hinzu und stärkt den Angriff um 8%, stark bei Wasser, Prozent stark bei, ach, weißt du was, kannst so ein Ding haben. Schwupp. Zurück, dann kriegst du da auch noch was, erhöht Wasserwiderstand, Erdwiderstand. Was macht das hier nochmal? Gewährt eine 10%ige Chance, einem Angriff während der Vorbereitung eines Zaubers oder Angriffs auszuweichen. Und das war plus 4 maximal MP. Ach komm, nimm mal den Ausweich. Chance, Dingens, Skill. Und hier gibt's von mir aus noch den lustigen Widerstand drauf. Und dann hast du doch erstmal ein bisschen was drin. Und auf geht's! Ihr sagt, ihr könnt zaubern? Bärtiger Mann. Dieser Typ hat nicht mal einen Namen. Er heißt einfach Bärtiger Mann. Okay. Jawohl, Prinzessin. Ohne dass ich mir lobe. Am Brunnen stellen wir es auf die Probe. Hurra! Ich bin der Finn. Aurora, nenn mich nicht Prinzessin. Finn hat sich der Gruppe angeschlossen. What? Noch eine? Jetzt kommen die hier Schlag auf Schlag. Oder wie Finn sagen würde, wahrscheinlich Schlag auf Schlag. Hallo? Das bin ich nicht. Scheint wirklich tief zu sein. Welch schauriger Ort. Hier riecht es nach Tod, nach Mord. So, große Frage. Erstmal Spinne. Ja, große Frage. Wo gehen wir jetzt zuerst lang? Ah, wir gucken einfach mal, wo es uns wieder hinführt. Das können wir mitnehmen. Plopp. Na, und jetzt dicker Überraschungsangriff. Dir zeige ich's, komische blaue Spinne. Ach, das sieht auch schon wieder sehr schick aus, muss ich mal sagen. Du machst die kaputt? Verwundbar durch Blitz. Na, dann kannst du da jetzt auch noch einmal draufhauen und dann ist es nur noch das Vieh, was Temposchub auf sich benutzt. Na komm schon, mach mal. Oder Wachstumsschub. Mann, Temposchub ist ja, glaube ich, eine Attacke bei Pokémon. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, aber da fuhr gerade einer mit seinem Auto vorbei und das war doch erstaunlich laut. Und dabei wohne ich schon recht weit oben, aber na gut, breitet sich ja nach oben aus und so weiter. Und deswegen hier oben sehr laut und ihr wisst schon. Und jetzt immer gib ihm. Ich würde mal sagen, der gute Goblin, Golem, wird
unsere Kämpfe etwas beschleunigen. Und sollten wir dann doch... Oh. Wir müssen schleunigst von hier fort. Beruhigt euch, zügelt eure Angst sofort. Was für eine Flasche. Wir sind nur wenige und eine halbe Portion. Vielleicht lasst ihr mir ja zurück an diesem Ort. Das war der Plan, ja. Wenn du weiter so rumheulst, auf jeden Fall. Das ist ein Eimer. Wir sind nun an des Brunnenendes. Wo fließen denn jetzt der lete Wogen? Also, Madame, wir gucken erstmal, was hier oben noch so gibt. Na komm. Wupp. Was ist das? Ups. LP-Sternstaub. Und Attacke! Das war jetzt bestimmt ganz... Oh, doch, es hat sogar funktioniert. Es hat funktioniert. Dann mal wieder weg mit der bekackten Spinne. Und du darfst gleich noch einen hinterher setzen. Ich will irgendwie kein Risiko bei denen eingehen. Ich weiß nicht, was die können. Ach man, und ich denke, dieses komische fliegende Vieh kriegen wir auf jeden Fall gehandelt mit seinem komischen Wachstumsschub. Ja, es ist ein Wachstumsschub, kein Temposchub. Auch wenn er sein Tempo erhöht, weswegen man die Attacke auch eigentlich hätte, naja, Temposchub nennen können, aber... Das... Ihr wisst schon. Dann würde ich einfach mal sagen, greif jetzt bitte nicht Aurora an, sonst werde ich bächtig müde. Zum Glück. Ha! Erdresistenz. Versager. Ui. Na, kritische Treffer sehe ich doch sehr gerne. Und du wirst jetzt auch geschlachtet, du kleines Mistvieh. Ich habe zwar gerade keine Zeitung parat, aber ich denke, die große Keule von unserem neuen Freund hier wird es auch tun. Und plopp. Sehr cool. Weiter geht's mit dem... Mit dem Aufleveln. Oh, der kriegt auch XP. Und Rubelle. Ah, krass. Okay, unsere Teammitglieder leveln also auch, obwohl sie nicht am Kampf teilnehmen. Gut zu wissen, aber was? Bravo, Mann mit dem Bart. Seid ihr ein Magier? Das kann man wohl sagen. Kommt zum Zirkus, versucht euer Glück. Sie lädt dich zur Probe. Welch Pleisier? Pleisier? Ich bin zu dumm. Studiert und trotzdem zu dumm. Auf einer Bühne? Machst du Witze? Verfüttert mir lieber Leich an ein Greifentier. Du bist ja nicht so... für solche Sachen, ne? Fertigkeit, ach ja, man kann den alten ja vielleicht auch mal aufwerten. Erstmal geht's hier weiter mit dem Jägen-Angriff. Dann zu Rubella, wo wir hier waren und schon uns gut auf die Konterheilung zubewegen. Dann kommt der alte mit dem Bart. Was kannst du? Blitzschlag. Fügt einer anvisierten dunklen Kreatur Blitzelementarschaden zu... Finde ich gut. Was gibt's hier? Monsun fügt einen anvisierten... Ah, okay, hier kann man sich also jetzt... Erhöht die Wirksamkeit aller Zauber um 20%.
Lauffeuer fügt einen Angriff. Okay, hier haben wir also einen Elementarmagier, der jeden möglichen Quatsch machen kann. Und wahrscheinlich haben wir auch irgendeine Möglichkeit zu sehen, welche Viecher für welche Elementare anfällig sind. Aber ich finde ja diesen Bereich hier super cool, wo wir die Wirksamkeit seiner Zauber einfach mal erhöhen können und das nicht wieder nur für ein paar Runden geht, sondern tatsächlich mal dauerhaft. Oh. Ah, fuck. Ist auf jeden Fall eine coole Idee. So, mit dir geht's hier weiter. Magieaufwertung. Na, mal gucken, wenn mit dir überhaupt irgendeine Magie kommt. Ach ja, du hast ja diese Regenerieren. Wer weiß, ob das dann davon beeinflusst wird. Ja. Okay, war jetzt irgendwie auch nicht ganz so schwierig. Ich würde einfach mal sagen, an dem schicken Eimerchen, oh, wie geil der Hintergrund schon wieder aussieht, oder? Das ist doch einfach nur schick. Gut, genug geschwärmt oder diesmal das Schwärmen kurz. Ich denke, an der Stelle machen wir erstmal Schluss. Wir haben gleich in zwei Parts hintereinander zwei Begleiter bekommen. Den Zauberer werde ich bestimmt auch mal irgendwann ausprobieren, aber erstmal finde ich den Golem gerade einfach zu cool. Deswegen bleibt der erstmal mein Verbündeter. Ist da ein bandagiertes Wildschwein? Okay, auch das gucken wir uns im nächsten Part an. Ja, wie immer, lasst gern Kommentare da, lasst Bewertungen da, schaut bei den Kollegen und Freunden in deren Let's Plays, in deren Projekte rein. Es gibt schöne Sachen zu sehen. Bei Paul gibt es gerade Deadlight, es gibt Styx von dem Neuen aus unserer Runde. Wir haben hoffentlich bald Franz Dark Soul Let's Play oben. Und natürlich gibt es bei mir weiterhin Child of Light. Ich werde mich auch anstrengen, zeitnah weitere Parts für euch zu produzieren, damit ihr nie zu lange wartet oder nicht mehr zu lange warten müsst und wir auch das bald durchziehen können. Folgt uns auch auf Facebook, wenn ihr wollt. Und ja, dann hoffe ich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, ciao, ciao.